Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Stellt euch vor, ihr dürftet eure Lehrer benoten. Welche Note würdet ihr eurem Lehrer geben? Schreibt es mal in die Kommentare. An der Stelle möchte ich noch drei Leute von euch grüßen, die im letzten Video ihre Lieblingsstelle in die Kommentare geschrieben hat. Und zwar Potato BS, Eno Shorts und Lini. Falls du auch die Chance haben möchtest, im nächsten Video gegrüßt zu werden, dann schreib einfach deine Lieblingsstelle am Ende des Videos in die Kommentare. Es ist witzig, aber ich habe mittlerweile 4 YouTube-Kanäle, die sind alle in der Beschreibung verlinkt. Unbedingt abchecken. Und falls ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür, denn dort verlose ich Plätze für unsere Santi Family Community WhatsApp-Gruppe. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert und die Glocke aktiviert habt, dann könnt ihr das jetzt sehr gerne tun. Ansonsten, lange Rede, wie immer, gar keinen Sinn. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So, Herr Matthias, welche Note würden Sie sich selbst geben? Kannst du mir nicht einfach die Note sagen? Selbsteinschätzung ist sehr wichtig. Vielleicht eine 2? Ja, eine gute 2, da würde ich mich sehen. Fangen wir mal lieber bei den einzelnen Punkten an. Ihre Tafelschrift. Gut lesbar, würde ich behaupten. Absolut nicht. Dank Ihnen arbeite ich im Unterricht ehrenamtlich als Archäologe und versuche, Ihre Schrift zu entschlüsseln. Oh. Hausaufgaben. Hausaufgaben hält sich auf jeden Fall in Grenzen, würde ich sagen. Und ich würde sagen, so viel wie Sie immer aufgeben, grenzt das schon an Kinderarbeit. Was sagen Sie zu Ihrem Mundgeruch? Ich denke, dass es schon besser geworden ist. Merken Sie selbst, ne? Sie werden Ihrem Spitznamen Dünnsches Guckler nach wie vor gerecht. Wie schaut es mit der Pünktlichkeit aus? Ich komme stets pünktlich, da kann mir keiner was vormachen. Und genau das ist das Problem. Sie kommen jedes Mal pünktlich und wir Schüler genießen die Minuten, die Sie zu spät kommen, am meisten. Wissen Sie eigentlich, was Wolken und Sie gemeinsam haben? Was denn? Wenn Sie sich verziehen, wird der Tag schöner. Nehmen Sie sich das ruhig zu Herzen. Nächster Punkt. Klassenarbeiten korrigieren. Also, ich versuche immer schnell zu korrigieren, aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich noch andere Klassen habe. Und ich habe nun mal auch andere Lehrer und trotzdem muss ich am nächsten Tag die Hausaufgaben abliefern, oder nicht? Also haben wir diesen Punkt auch durch. Überraschungstest. Haben Sie eine Ahnung, wie viel wir dieses Jahr geschrieben haben? Ja, klar. Es waren nur 3. Genau, dieses Jahr war ich sehr zurückhaltend gewesen. Es waren nur 3. Das waren 3 zu viel. Haben Sie eigentlich eine Ahnung, wie sich ein unangekündigter Test anfühlt? Naja, wie soll er sich denn anfühlen? Kommen Sie mal näher. Noch näher. Noch näher. Alter Scheiße, was soll das? Ja, genau meine Worte, wenn Sie den Test austeilen. Ungefähr so fühlt sich das an. Der war unangekündigt und es hat Sie anscheinend überrascht. Und wie fühlt es sich an? Verdammt Scheiße! Super, dann rechne ich ab sofort damit, dass wir keine Überraschungstests mehr schreiben. Kommen wir somit zum letzten und wichtigsten Punkt. Ihr Unterricht. Ich denke, dass ich den Stoff gut rüberbringe. Und ich denke, wenn ich Buchstabensuppe essen würde, könnte ich manchmal sinnvoller kotzen, als Sie labern. Was? Deine Hose ist nass. Was heißt das jetzt für mich? Ich schwanke gerade zwischen einer 5 und 6, aber weil ich das Beste für Sie will, gebe ich Ihnen eine Note 6. Eine 6? Wieso eine 6? Weil ich nun mal keine 7 geben kann. Oh, ich glaube es nicht. Vor allem, wieso bekomme ich die schlechtere Note? Das mache ich doch nur für Sie. Ich gebe Ihnen die schlechtere Note, damit Sie sich nächstes Mal noch mehr anstrengen. Das ist Ihre Taktik, die habe ich von Ihnen. Und jetzt raus hier. Aber verpiss dich! Again.